finde, man muss aufstehen für bessere Löhne, gegen Privatisierung, für mehr sozialen Ausgleich. Das wird alles von gesellschaftlichen Mehrheiten, von Mehrheiten der Bevölkerung gewollt. Trotzdem gibt es keine politischen Mehrheiten dafür. Ich bin Helga Lemmer, wohne in Leipzig und bin von Beruf Kinderärztin. Ich bin Maria, ich bin 43 Jahre und ich bin promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Ich bin Marina, berentete Krankenschwester. Ich bin der Sven. Mein Name ist Hartmut Haubold. Ich bin Jean-Luc. Wir brauchen Druck der Bürgerinnen und Bürger, die im Parlament viel zu wenig eine Stimme haben. Druck auf die Politik. Also, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn ich Kanzler wäre. Wenn ich Kanzler von Deutschland wäre. Aufstehen wird die Bundestagswahl mit einer Kampagne begleiten. Wir sammeln Forderungen, die konkret sind, sich nicht im Klein-Klein verlieren, aber durchaus innerhalb einer Wahlperiode entweder ganz umgesetzt werden können oder zumindest in Angriff genommen werden können. Wäre ich Bundeskanzlerin, würde ich als erstes die Umverteilung von unten nach oben beenden. Kinderarmut in Deutschland abschaffen. Die Altersarmut bekämpfen. Entscheidende Maßnahmen gegen den Klimawandel einleiten. Und das bedeutet den Umbau oder den Rückbau dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise. Würde ich die Rüstungsausgaben zurückfahren? Meldet euch an, macht mit 21 Forderungen, die euch ganz wichtig sind für dieses Jahr 2021, für diese Bundestagswahl. Willst du mit uns zusammen Politik zur Bürgersache machen? Meldet euch auf unserer Plattform an. Lasst uns aus der Bundestagswahl eine Bürgertagswahl machen. Deine Zukunft, deine Politik. Deine Zukunft, deine Politik. Deine Zukunft, deine Politik.